So, hallo und herzlich willkommen auf dem schönen Kanal. Ja, wir sind wieder am Start. Starchild, wir gucken mal in die Energien rein. Was gibt's Schönes zu sehen für den, genau, für den Freitag. Ja, hoch die Hände, Wochenende. Wir schauen mal jetzt hier in die Energien zum Wochenende hinein. Was gibt's denn da so Schönes zu sehen? Also schauen wir ja immer, wer es weiß, wer schon länger am Kanal dabei ist, weiß das immer erstmal allgemein. Was ist die allgemeine Botschaft jetzt zum Wochenende? Worauf können wir uns freuen? Worauf dürfen wir achten? Welcher Weg ist gut? Wo sind die Energien? Dann schauen wir natürlich auch in der Liebe vorbei. Was macht die Liebe, der Wunschpartner, der Ex-Partner? Was gibt's da zu sehen? Dann, was wichtig ist, auch was ist für dich richtig und wichtig am Wochenende. Nur für dich alleine, dein Wohlfühlen, was kannst du für dich tun? Selbstfürsorge, Selbstwert, Selbstliebe, schauen wir mal rein. Und natürlich auch die Botschaft der geistigen Welt, bevor wir dann wieder eine Karte aus dem schönen Eulen-Glückseligkeits-Orakel-Kartendeck ziehen. So, dann würde ich sagen, wir fangen auch schon an. Ja, ich habe auch auf dem Kanal gerade ein Video hochgeladen und ich glaube schon öffentlich gestellt. So schaut's aus. Ich war gestern auf der Ranch mal wieder und habe, Moment, Entschuldigung, habe eine Spezialaufgabe am Pferdehof bekommen. Also, das haben wir natürlich gerne mitgefilmt. Also, wer mag, wer ein bisschen Unterhaltung möchte, gern einfach mal anschauen. Müsste das Video auch von heute sein auf diesem Kanal. Ja, gut. So, wir schauen aber jetzt mal rein. Was ist los am Wochenende? Was geht? So, dazu schalte ich mich mal weg. Und da haben wir auch die Karten. So, also, das wird spannend. Wir schauen mal rein. Das sind unsere Eulchen. Und wir wollen jetzt auf jeden Fall erstmal eine allgemeine Botschaft haben. Na, dann kommst du raus. Was zum Wochenende ja so ein bisschen in der allgemeinen Energie los ist, was kann man da schon sehen? Ja, mit der Eule, da geht es ja schon mal interessant los, weil ja, die Eule, das ist die Karte für den inneren Wegweiser. Das ist die Karte für die Intuition. Also ja, wir sind nun mal leider alle ab und zu mal im Kopf unterwegs. Manche sind nur im Kopf unterwegs. Manche merken, oh, ich bin schon wieder zu viel im Kopf unterwegs. Ich darf auch mal auf mein Inneres hören. Also ist das Wochenende eigentlich so das Thema, mal ganz bewusst aus den Gedanken rund um dein Leben, dein Sein, dein Tun, deine Probleme, deine Wünsche, deine Gedanken kreisen, vielleicht auch rund um die Liebe, mal auf dein Bauchgefühl zu verlagern. Weil, ich sag's immer wieder, das Bauchgefühl, das gibt dir schon immer die richtige Antwort. Ne? Wenn du vielleicht in bestimmten Fragen Sachen feststeckst, nicht weiterkommst oder dir denkst, boah, brauche mal Lösungen oder ich steck fest. Was sagt dein Bauchgefühl dazu? Weil ich glaube, das ist eine gute Energie am Wochenende, das zu tun. Die Störche, das ist Umbruch, Wandlung, Leichtigkeit und auch eine positive Veränderung. Also ich glaube, wir können eine positive Veränderung herbeiführen, wenn wir mal aus dem Kopf gehen, in unser Sein, in unser Bauchgefühl, in unsere Gefühlswelt eintauchen. Und der Schlüssel gefällt mir auch noch sehr gut, der da dabei ist. Da geht es um Lösungen und Erfolg. Also schaut es schon mal ganz gut aus in der allgemeinen Energie, hier zu sagen, ja, kann's gut sein, dass ich hier vielleicht so ein bisschen zu viel im Kopf unterwegs war. Na? Der Denker im Kopf sieht sich ja auch gerne mal im Kreis, na, und kommt immer wieder am Anfang an und man kommt einfach nicht vorwärts. Und ja, dann ist es jetzt am Wochenende eine gute Energie, mal zu sagen, okay, ich gehe mal ins Bauchgefühl. Na, ich frage mal mein Bauchgefühl zu einem Thema. Was möchtest du mir sagen? Denn ja, von deinem Bauch und Bauchgefühl bekommst du eigentlich immer sofort die richtige Antwort. Vielleicht hat es was mit der Liebe zu tun. Jetzt schauen wir mal, was ist los in der Liebe am Wochenende. Ich bin gespannt. Na, wollen die raus? Ja, na gut, dann dürft ihr auch. Und noch mehr Störche. Okay, keine Angst. Keiner wird schwanger. In der Liebe für dich selber mag vielleicht damit zu tun haben, dass du mal mehr auf dein Bauchgefühl, auf dein Inneres hörst. Was sind deine Emotionen, deine Empfindungen zu einem Thema?
Auch in der Liebe, die Störche, Umbruchwandlung, Leichtigkeit und positive Veränderung in Bezug auf dein großes Glück in einer offiziellen Partnerschaft. Der Park ist in der Liebe die Karte für die offizielle Partnerschaft, das draußen, das offiziell machen, dass jeder das weiß, dass du das auch sicher weißt, dass dein Wunschpartner das vielleicht auch endlich mal weiß. Also ich kann hier schon sehen, ein großer Schritt in Richtung ja, positive Veränderung in der Liebe. Also ganz wichtig am Wochenende, erstmal aus dem Kopf rausgehen. Ja, der Kopf hat nicht immer recht, ja, der Kopf hat auch nicht immer alles zu bestimmen. Du darfst auch mal in dich hineinfühlen und sagen, okay, was möchte eigentlich mein Inneres haben? Kann ich vielleicht irgendwie auch anders vorgehen? Kann ich was loslassen, abgeben? Ja, kann ich irgendwie anders Lösungen finden? Dein Bauchgefühl wird dir da bestimmt die richtige Antwort geben, weil in der Liebe schaut es ja schon mal sehr, sehr gut aus. Na? Aber was jetzt auch noch wichtiger ist, gerade wenn man im Liebeskummer oder so ist, Selbstfürsorge. Ganz wichtiges Thema. Und wir schauen jetzt auch mal, was ist für dich am Wochenende richtig und wichtig? Was darfst du für dich tun oder lassen oder entscheiden? Tja, eine Karte brauchen wir noch. Na, ja gut, dann will die wahrscheinlich irgendwie jetzt auch raus. So, okay. Was ist für dich richtig und wichtig? Für dich ganz wichtig, die Chance aufs Wachstum im Glück. Der Klee, na, das ist so ein Pflänzchen, wo man sagt, okay, ist gerade etwas in dir drin, was dich umtreibt, was dir Gedanken macht, was dir komisches Gefühl macht, na, so das kleine Glück, ist aber auch die Chance aufs Wachstum im Glück, wenn man sich seine Klarheit verschafft, weil der Stern, das ist Klarheit, Fülle, Wunscherfüllung, das ist auch Erkenntnisse. Vielleicht steht und fällt für dieses Wochenende alles mit dieser allgemeinen Energie, mal auf sich selber zu hören, in sich selber hineinzuschauen, für eine positive Veränderung und Erfolg und somit eben auch Klarheit für dich selber. Ich glaube, am Wochenende für dich ganz persönlich gute Nachrichten in Bezug auf Erkenntnisse, die dich vielleicht jetzt ins kleine Glück gebracht haben, dass du sagst, okay, ich möchte hier die positive Veränderung haben. Ich habe jetzt verstanden, dass ich vielleicht bei einem Menschen, bei einem Thema festhänge, vielleicht auf der Arbeit, vielleicht mit dem Wunschpartner, der Wunschpartnerin, wo ich sage, boah, da ist kleines Glück da, ich habe das jetzt erkannt. Ich versuche hier vielleicht nochmal was, je nachdem, was dir da dein Bauchgefühl sagt. In der Liebe scheint es gut auszuschauen, dass hier auch für dich ganz persönlich das Wachstum im Glück ist, mit der Wunscherfüllung und einem positiven Ausgang von Themen oder Dingen oder Menschen, die du um dich herum hast. Also schaut gut aus. Ich glaube, das Wochenende steht ganz im Zeichen des inneren Wegweisers. Also schöne, schöne Karten. Und jetzt wollen wir auf jeden Fall nochmal wissen, was sagt denn da eigentlich die geistige Welt dazu? Na, weil wir sind ja alle spirituell und somit wollen wir auch mal wissen, was sagt denn da die geistige Welt dazu? So. Na, geistige Welt, was sagst du? Na, das gefällt mir jetzt nicht, da rebelliert gleich mein innerer Monk. So, also eine Karte braucht man noch. Also bitte noch eine Karte. Sag mal, ha? Ey, also sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Ich mache das jetzt vielleicht schon einige Jahre, ne? Nicht, dass du denkst. Nicht, dass du denkst, was ist denn das für einer? Ah, wie fein. So, was haben wir da? Okay. Du darfst am Wochenende mal suchen und gucken, was du oder von wem du dich vielleicht zurückziehen darfst. Das kann ein Thema sein, na, das kann ein Mensch sein, das kann eine Situation sein. Hier die Sense und die Lupe. Das heißt, mal gucken, wo darf ich denn auch mal in meinem Leben was abtrennen? Weil ich sage es auch auf dem anderen Kanal, Angel Readings immer gerne, auch du darfst dich mal zurückziehen. Auch du darfst mal sagen, ich bin jetzt mal raus, ja? Und wenn du etwas suchst und nicht findest im Leben, vielleicht mehr mit dem Wunschpartner, vielleicht eine Beförderung, vielleicht ein besseres Verhältnis mit einer Freundin oder mit einem Menschen, ja, dann hör auf zu suchen, zieh dich zurück. Wenn im Leben etwas anstrengend ist, dann ist es nicht dein Weg.
Das ist ganz einfach. Ja, Leute sagen immer, ja, der macht sich's ja leicht. Ja, natürlich mache ich es mir leicht. Und im Leben festzustellen, ich komme hier mit jemandem oder mit etwas nicht weiter, da darf ich dann auf jeden Fall gerne mal meinen eigenen Rückzug antreten. Also such nicht länger nach Lösungen, wenn sie dir nicht angeboten wird, sondern dann darfst auch du dich mal von etwas zurückziehen. Vielleicht hier vom kleinen Glück, das würde dein Bauchgefühl sagen. Liebe schaut sehr gut aus. Und die Eule des Tages, nee, die Eule des Wochenendes sagt, bist du bereit zu empfangen, was dein Leben dir schenken möchte? Und das passt dir wiederum mal sehr, sehr gut dazu, wenn ich hier sage, du darfst auch mal dein Bauchgefühl fragen, dein Inneres fragen, bin ich auf dem richtigen Weg in Bezug auf ein Thema, was du gerade hast. Also, ich sehe schon am Wochenende ganz viel Selbstreflexion, ganz viel Aha, und mein Bauchgefühl sagt ja vielleicht auch mal was ganz anderes, als mein Kopf die ganze Zeit möchte. Und dann darfst du auch mal in dein Inneres hineingehen und sagen, okay, hier in der Liebe probiere ich jetzt mal was Neues, was anderes, wo ich mich dabei gut fühle. Auch wenn es das Thema ist, ich lasse den jetzt einfach mal in Ruhe und schau mal nach vorne. Es gibt ja 4 Milliarden Männer auf der Welt. Oder ich schwinge ganz anders. Ich benehme mich jetzt mal gegenüber meinem Wunschpartner ganz anders. Vielleicht zeige ich ihm auch mal die kalte Schulter, dass er mal aufwacht und sagt, okay, ich muss mich jetzt mal ein bisschen anstrengen. Ich habe es vielleicht schleifen lassen. Kann alles das Thema sein, weil wir haben gute Energien in der Liebe. Geistige Welt sagt, hör auf, an Dingen rumzuprobieren, die dich nicht vorwärts bringen. Was anstrengend ist, ein anstrengender Weg in deinem Leben ist dann einfach nicht dein Weg. Und dann darfst du dich auch abwenden und einen leichten Weg suchen. Ist so, na? Ja, von daher schaut's gut aus. Wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit dem, ja, mit dem Pferdehof-Video. Ich blende es euch mal hier oder da oben ein, dass du es nicht suchen musst oder du gehst einfach auf meinen Kanal. Das sind ja auch noch viel mehr Videos, wo ich sonstige Dinge tue: Kochen, Hubschrauber fliegen, Idiotentests machen, na, dass ihr mal so ein bisschen seht, wer oder was ist denn der Patrick eigentlich? Also, von daher bleibt gesund, seid lieb zueinander, wünsche dir ein ganz, ganz tolles Wochenende, viele schöne Momente und bis zum nächsten Video. Ciao.